Heute ist ein guter Tag, denn heute kann ich das Video so anfangen. Ich habe eine neue Maschine hier in der Werkstatt stehen. Und zwar ist das eine Brikettpresse. Die ist ganz schön teuer, aber auch ziemlich cool. Um die wird es heute gehen. Ich werde euch heute so ein bisschen zeigen, was sie kann, wie die funktioniert, wie die arbeitet und. Die, die mich ein bisschen länger verfolgen, werden wissen, dass ich eine Brikettpresse selber gebaut habe auf Basis eines Liegendholzspalters. Das ist halt eben für die Leute gedacht, die halt eben gerne an solchen Projekten arbeiten, die nicht so ein großes Budget haben und aber trotzdem ihre Sägespäne irgendwie weiterverwerten wollen, wenn die, sag ich mal, mittelgroße Mengen an Spänen herstellen. Da zeige ich euch mal die Presse. Weil ich weiß nicht genau, in welcher Reihenfolge die Videos derzeit online gehen. Deswegen zeige ich euch kurz mal die selbstgebaute Brikettpresse. Das hier ist die Presse. Das ist der Spänebunker. Unten ist der Liegendholzspalter. Vorne ist das Pressrohr. Es ist ein relativ simples System. Wie gesagt, dazu findet ihr eine Videoanleitung auf der Webseite unten in der Videobeschreibung verlinkt. Kurz was zur Bauanleitung. Es ist eigentlich relativ simpel, eine Brikettpresse zu bauen. Aber es dauert halt sehr, sehr lange, dass so ein System, so ein selbstgebautes System aus Teilen, die eigentlich nicht dafür gedacht sind, dass das Ganze halt eben kontinuierlich funktioniert. Das nehme ich euch halt so ein bisschen ab. Die Arbeit müsst ihr halt eben nicht machen. Ich habe ungefähr 2 Wochen jeden Tag 10 Stunden an dieser Presse gearbeitet. Da könnt ihr euch jetzt vorstellen, wie viel Arbeit das war, dass halt eben alles funktioniert. Manche Teile werden warm. Wie kühlt man die? Funktioniert ein Trichter oder braucht man ein Rührwerk? Das sind alles Punkte, die ich in dieser Videoanleitung halt eben so ein bisschen anspreche und halt eben euch sage, welche Erfahrungen ich gezogen habe und was man halt eben beachten muss, wenn man so ein Ding selbst baut. Es ist noch viel, viel mehr. Darüber hinaus findet ihr auch eine Kostenaufstellung, damit ihr wisst, was sowas im Eigenbau kostet. Schaut deswegen gesagt in die Videoanleitung. Das war sehr viel Arbeit, das alles zu erstellen, aber deswegen sind auch so viele Informationen in dieser Videoanleitung drin. Sie ist derzeit übrigens auch günstiger. Ich weiß nicht, wie lange das ist, deswegen schau in die Videobeschreibung. Jetzt fragst du dich vielleicht, warum steht jetzt da hinten eine Brikettpresse, die fast 10.000 Euro brutto kostet? Das ist eigentlich relativ simpel. Ich habe Holzprofi gefragt, ey Leute, das Thema ist derzeit voll gefragt. Könnt ihr mir leihweise eine Maschine hier in die Werkstatt stellen, die ich einfach mal euch zeigen kann? Mich selbst interessiert das Thema extrem, wie das Ganze funktioniert, wie gut das Ganze funktioniert. Und dazu gibt es noch keine Videos. Deswegen haben die ja gesagt, das heißt, deswegen steht die Brikettpresse hier leihweise in dieser Werkstatt und deswegen kann ich sie euch halt eben jetzt zeigen. Es werden ein paar Videos darüber kommen, so Themen wie nasses Material, kann man das pressen, wie kann man das Ganze automatisieren, da habe ich auch schon alle Teile da, dass die Brikettpresse quasi läuft, auch wenn man nicht in der Werkstatt ist. Und hier die nächste wichtige Information, wenn ihr eine Schreinerei habt, wenn ihr euch so eine Presse anschaffen wollt, dann haben jetzt die Leute im Saarland die Möglichkeit, mich hier zu besuchen. Ihr könnt euer Material mitbringen, wir kippen das in die Brikettpresse rein und ihr könnt das Ganze euch anschauen. Schaut gerne auch dafür in die Videobeschreibung. Ich werde schauen, dass es da irgendwie was gibt, dass ihr euch bei mir melden könnt, dass ihr eine E-Mail schreibt, dass ihr dann halt eben, dass wir einen Termin abmachen, dass ihr mit eurem Material vorbeikommt und dass ihr euch halt eben diese Brikettpresse, so wie sie da steht, einfach mal anschauen könnt. Ist ganz cool, wie gesagt, sie kostet ein paar Taler und wenn man mit dem eigenen Material die Presse mal ausprobiert hat, dann ist das eine richtig feine Sache, wie ich finde. Und so viel dazu. So ist das Ganze entstanden. Also, eine Brikettpresse, die kostet 9.990 Euro brutto und nach Herstellerangaben kann die 10 bis 25 Kilogramm pressen. Was das so ein bisschen angeht, was die Größe der Briketts speziell angeht, das werden wir uns heute auch anschauen, denn damit werden wir jetzt direkt anfangen, denn derzeit sind meine ganzen Briketts sehr, sehr klein. Ich zeige euch mal, woran das liegt. Die Brikettpresse ist im Prinzip genauso bei mir angekommen. Da war eine Palette drunter, die war ein bisschen größer. Die habe ich ausgetauscht, damit ich die ein bisschen platzsparender hier in die Ecke stellen kann. Hinten ist ein Hauptschalter, der ist eingeschalten. Jetzt kann man die Brikettpresse starten. Und das war's. Die kann im Prinzip nonstop laufen. Das bedeutet, da gibt es keine Maximierung, dass man die nur 2 Stunden laufen lassen darf und sie dann ausschalten muss. Die kann man anmachen und den ganzen Tag laufen lassen. Das wurde mir auch nochmal zugesichert, dass das halt eben mit dem System hier funktioniert. Wir haben hier 400 Volt, einen 2,2 kW Motor. Rechnet das mit eurem Strompreis aus, was das hier also in der Stunde bei euch an Stromkosten kostet. Die Pressen werden im Werk bei Holzprofi getestet. Das bedeutet, als die Presse hier angekommen ist, waren Späne in dem Bunker oben drin. Vorne waren Briketts in der Presse drin. Das bedeutet, die wurde auch laufen gelassen, damit im Werk kontrolliert wurde, dass die Presse halt eben auch läuft. Das heißt, das ist nicht eine Presse, die wird gebaut und verschickt. Das ist eine Presse, die wird gebaut, kontrolliert, überprüft, wenn irgendwas ist, angepasst. Und dann wird das Ganze erst verschickt. Deswegen sind bei den Pressen auch Spänen in den Pressen drin, wenn die bei euch halt eben ankommen. Mehr Einstellungsmöglichkeiten haben wir dann noch wirklich nicht. Wir haben hier einen Hauptschalter, ein und aus. Unser Spänebunker, der hat 0,33 Kubik, was man an Spänen reinmachen kann. Der ist relativ groß, also der Durchmesser ist auch sehr, sehr groß. Und da kommen die Briketts dann halt eben raus. Zick,
da kommen sie raus. Ich habe hier eine blaue Tüte stehen und da fallen sie halt eben rein. Und die erste Sache, die vielleicht jetzt auffällt, die sind relativ kurz. Ne? Ich zeige es euch mal ein bisschen näher. Die Länge und den Durchmesser kann man nicht einstellen. Das bedeutet, diese Briketts, so wie sie rauskommen, sind 3x3 cm groß. Und jetzt denken sich vielleicht einige, die sind aber ganz schön dünn. Das liegt derzeit an dem Material, was ich in meiner Presse drin habe. Denn das ist der letzte Rest von den Hobelspänen, die ich verpresse. Und das sind größtenteils Fichtenspäne, die extrem, extrem lose sind. Und danach richtet sich auch so ein bisschen die Größe und die Menge, die man halt eben in der Stunde pressen kann. Also hier diese ganzen Briketts sind wirklich sehr, sehr fein. Und das war auch einfach der Grund, ich hatte keine Späne mehr, deswegen habe ich die Presse jetzt auch nicht mehr angemacht, weil ich halt eben unten die Presse für so einen kleinen Brikett nicht lange laufen lassen will. Das hier sind die Späne, die ich meine. Hier seht ihr das ziemlich gut. Das sind Fichtenspäne, die sind schon sehr, sehr leicht. Das hier ist im Prinzip gar kein Gewicht. Und bei den Spänen habe ich halt eben jetzt festgestellt, dass die sehr wenig Briketts halt eben ergeben. Das bedeutet, das hier ist, sage ich mal, einfach so das Volumen, was auch bei Eichenspänen ist. Aber da sind die Eichenspäne fester, schwerer und kompakter. Bei Eichenspänen, ihr seht es gleich, ich hole gleich die anderen Späne rein. Und das hier ergibt halt eben einfach sehr, sehr kleine Briketts. Das erstmal so viel dazu. Das beste Material zu pressen ist tatsächlich Sägemehl, weil das sehr dicht ist und da werden die Briketts dann noch ungefähr 3x3x3 cm groß, also ein Vielfaches länger als das, was ihr jetzt gesehen habt. Schauen wir uns aber gleich an. Wir haben hier unten ein Rührwerk drin, was die Späne, ich sag mal, vorverdichtet, denn wir haben hier diese Lamellen, die haben einen leichten Druck auf dem Boden und hier ist unsere Presskammer. Dort werden die Späne dann in die Kammer reingedrückt und werden dann von dem Zylinder in die Richtung rausgedrückt. Ich starte mal die Maschine, dann seht ihr nämlich auch, wie das Ganze sich bewegt. Ich mache es jetzt direkt am Anfang, weil gleich halt eben Späne drin sein werden. Da fährt der Zylinder, hier dreht sich das Ganze jetzt. Hier fährt wieder der Zylinder. Die Dart-Briketts drücke ich jetzt erstmal raus. Wie gesagt, bleibt am Video dran. Was jetzt kommt, ist erstmal so ein bisschen ernüchternd, liegt aber jetzt derzeit an dem Material, weil das einfach der letzte Rest ist. Ihr werdet gleich sehen, dass sich das noch ändert. Was ist das für ein Scheiß, könnte man jetzt denken. Die Brikettpresse kostet 10.000 Euro und die Briketts, die da rauskommen, sind so klein. Bleibt am Video dran. Ich zeige euch gleich anderes Material. Ich will euch damit jetzt nicht abschrecken. Das bedeutet, wenn ihr viel Fichtenholz verarbeitet, dann habt ihr ja nicht nur diese ganz, ganz groben Späne. Ihr müsst auch immer dran denken, vielleicht kennt das, wenn ihr Müsli zu Hause habt. Holt euch mal da so ein Müsliglas, wackelt das. Dann sind oben die ganz, ganz großen Müsli-Stücke und unten ist das ganze feine Material. So ist das auch immer hier bei der Presse. Wenn ich hier immer einen frischen Sack reinmache, dann merke ich immer, dass das feine Material immer weiter nach unten fällt und die Briketts sehr, sehr groß direkt werden. Und das große Material, das wird am Schluss halt immer oben liegen. Normalerweise, wenn man die kontinuierlich benutzt, hat man jetzt auch wieder Späne, damit man halt eben die da drauf packt, ein bisschen mehr Gewicht auf dem Ganzen drauf ist, feineres Material zu diesem groben Material dazu fällt und die Briketts halt eben größer werden. So wie es jetzt derzeit ist, sind auch einfach fast keine Späne mehr drin. An Gewicht sind das drin, ist das da drin nämlich fast gar nichts. Deswegen kurz abwarten, ich werde jetzt die Späne holen und dann werden wir mal ein bisschen Material reinfüllen. Ich habe jetzt hier einen Sack mit größtenteils Eichenspänen und ihr seht jetzt schon direkt, dass die ein gutes Stück kleiner und beziehungsweise feiner sind. Und das hier ist wirklich sehr, sehr gutes Material, um es halt verpressen zu können. Hier mal der direkte Vergleich zueinander. Das hier sind die losen Fichtenspäne und das hier sind die feinen Eichenspäne. Das ist wirklich schon ein Unterschied. Und ich sag mal, das hier ist schon direkt ein ganz anderes Volumen, wenn man das mal nur mit den Händen zerdrückt, wie jetzt das hier. Das hier ist viel kompakter und das hier kann man immer weiter zusammendrücken. Deswegen sind die Briketts halt eben so klein. Durchmesser 70. Das hier könnte vom Volumen gerade her so noch komplett reinpassen. Aber die Tüte hier ist sowieso viel zu schwer.
beziehungsweise bei der wird es noch gehen, dass man sie alleine reinhebt. Aber ich will halt eben nicht, dass alles mit einem großen Schwung da unten reinfällt, weil dann fliegt hier der ganze Staub hoch. Das will ich nicht. Deswegen werde ich das erste bisschen erst reinschippen und werde dann, wenn die Tüte ein bisschen leichter ist, das Ganze reinheben. Ich habe auch noch einen Sack, da ist, glaube ich, nur Schleifstaub drin. Den hat man alleine auch gar nicht hochbekommen. Hier sieht man, dass das alles Fichtenspäne sind und hier kommen jetzt langsam die Eichenspäne dazu. Das ist das, was ich meine. Leute, klitzekleines Update. Hier stehen jetzt noch ein paar Spänetüten. Das sind wirklich sehr, sehr viele Späne. Die werde ich jetzt hier durchpressen. Das heißt, die Maschine arbeitet für mich. Da oben ist schon der 3D-Drucker am Laufen. Das heißt, der arbeitet für mich. Wie gesagt, das Video hier wird ein bisschen früher vor den anderen Videos erscheinen. Deswegen nicht wundern, dazu wird es zu allem natürlich ein paar Videos geben. Genau, ich werde euch die Briketts später zeigen, nachdem hier die eine Tüte mal durchgelaufen ist. Ich schmeiß mal die Brikettpresse aus und passt mal auf, ich zeige euch mal was. Einen Moment. Das werde ich euch in diesem Video nicht mehr zeigen, wie ich das Ganze hier mit meinem Handy steuere, denn da fehlen noch ein paar Teile, dass ich euch das auch komplett zeigen kann. Aber im Endeffekt werde ich die Maschine dann von überall aus steuern können und auch vor allen Dingen überwachen können. Wir schauen uns das Ganze jetzt mal ein bisschen an. Da gibt es eine Sache nämlich zu beachten. Frage aller Fragen ist ja natürlich jedes Mal, wie viel Gewicht presst dieses Teil pro Stunde? Ich glaube, ich habe es im Video schon erwähnt am Anfang. Laut Herstellerangaben kann das Teil 10 bis 25 Kilogramm pressen. Wir werden das im nächsten Video auch mal so ein bisschen testen, wenn halt eben hinten die Steuerung mal angeklemmt ist und mal so ein bisschen längeren Zeitraum das Ganze mal laufen lassen können. Ich werde euch erstmal die Briketts zeigen, die rausgekommen sind bei dem Material, was ich jetzt hier durchgejagt habe. Aber da sind auch immer wieder manchmal ein paar Briketts dazwischen halt eben dabei, die dann halt eben ein bisschen kleiner sind. Ich werde sie euch mal ein bisschen genauer zeigen. Das hier sind die Briketts, die jetzt größtenteils auch tatsächlich dabei rausgekommen sind. Ihr seht alle relativ gleich groß und dann sind halt eben auch immer wieder ein paar dabei, die einfach ein bisschen kleiner sind. Liegt halt eben einfach an dem Material, was man verpresst. Und das hier mal so als Information für euch. Die kommen jetzt hier in die Tüte und die halt natürlich auch. Vielleicht fragt ihr euch ja, warum die Tüte da oben falsch rum drauf ist. Ich habe da mal einen kleinen Test gemacht, ob die Briketts größer werden, wenn ein bisschen mehr Gewicht schon aus einer höheren Höhe auf unten auf die komplette Maschine so ein bisschen wirkt. Da hat sich jetzt nicht so wirklich großartig was dran getan. Es war halt eben einfacher, man konnte die Tüte falsch rum hier oben drauf stülpen und das Material ist dann auch noch so ein bisschen langsam nachgerutscht. Wie gesagt, viel größer wurden die Briketts dadurch nicht. Es war halt einfach ein bisschen einfacher, die Maschine mit Spänen zu befüllen. Das Teil ist aber dennoch jetzt immer noch zwei Drittel gefüllt, würde ich jetzt mal sagen. Das bedeutet, die wird jetzt auch noch so noch einige Zeit lang pressen können. Ich werde deswegen mal die Tüte da oben runterholen. So sieht übrigens die Tüte aus. Da hat sie jetzt ein bisschen was gepresst. Das ist auch wirklich relativ viel Gewicht. Also das wird extrem, extrem komprimiert. Und das ist schon eine feine Sache. Ganz, ganz abgefahrene Technik. Ich selbst freue mich jetzt schon extrem auf die Automatik, wenn ich das Ganze von zu Hause aus als starten kann. Und das wird es dann, wie gesagt, im nächsten Video geben. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung, da gibt es noch ein paar Informationen. Und das soll es für heute gewesen sein. Bis zum nächsten Video, sage ich tschüss.